Vor ein paar Wochen habe ich die Wicked Woods Skatehalle in Wuppertal mit ein paar Freunden zusammen gemietet. Für 140 Euro kann man die gesamte Halle für ein paar Stunden komplett für sich alleine haben und ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Mein Dirtbike wurde somit nach einem ganzen Jahr mal wieder bewegt und ich finde, es war an der Zeit, sich mal so ein bisschen an Tricks ranzutasten. Einfach mal zu checken, wie die so funktionieren und ob da vielleicht mal irgendwann was möglich ist in Zukunft. Was das alles für Tricks waren, das seht ihr in diesem Video. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben oder Abo da, denn das würde wiederum mir gut gefallen. Also viel Spaß mit diesem Video. Ich zeige euch mal kurz, wer alles heute am Start ist. Wir haben hier einmal den Alex. Hallo. Alex Schinzow. Ist ein ziemlich krasser BMX-Fahrer, das werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen. So, den alten Bekannten aus Sölden hier, den Burschen. Hat nicht mal ein Dirtbike, aber ist am Start. So, und dann haben wir hier noch Daniel. Hat auch nicht mal ein Dirtbike. Besitzt kein Dirtbike, aber hat Bock zu fahren. Ach so, jetzt kommt Marcel hier wieder angerast. Dann haben wir Olli am Start. Olli kennt ihr vielleicht auch aus ein paar Videos von mir schon, Community Ride und immer in Willingen dabei gewesen. Die Michi ist eigentlich auch irgendwo noch, aber die Michi ist gerade nicht da. Steht da oben. Wir haben eine ziemlich durchwachsene Truppe hier, von wirklich kompletten Vollamateur bis irgendwie schon ziemlich krasse Jungs. Ja, und jetzt fahren wir mal Fahrrad, ne? Alex ist ein BMX-Fahrer, den ich schon seit meiner Jugend kenne. Schon damals ist er BMX gefahren und war schon immer gut unterwegs. Wenn ich sehe, wie solche Leute heute fahren, ärgere ich mich immer, dass ich nicht schon früher mit dem Biken angefangen habe. Also der Tailwind tat weh, oder? Ja, der Tailwind tat richtig weh. Vor allem ohne Schoner. Ui! Jo. Warte. Geil. Juicy! Ist geil. Für mich war jedenfalls klar, dass ich mich erst wieder an das Dirtbike gewöhnen muss. Keine Federung zu haben und auf so einem kleinen Rahmen zu sitzen, ist dann doch schon deutlich was anderes. Erst recht, wenn man zuletzt mit seinem E-Bike in Finale Ligure unterwegs war. Und wie das immer so ist, wenn man alles organisiert, dann vergisst man immer das Wichtigste. Den Helm. Während mein Dirtbike-Helm dann zu Hause auf dem Tisch lag und ein bisschen gechillt hat, habe ich den Helm von einem Freund bekommen. Und diesen Dirtbike-Style, den ich hier an den Tag lege, den müsst ihr erstmal toppen. In der großen Bowl kann man, ähnlich wie in Pumptracks, super das Pumpen und die richtige Anlieger-Fahrtechnik üben. Das Ganze wird natürlich leichter, wenn ihr die Bowl für euch alleine habt. Und mit Alex hatten wir ja zum Glück auch jemanden am Start, der auch hilfreiche Tipps geben konnte. Aus so einer Bowl herauszuspringen macht mir persönlich ziemlich viel Spaß. Und wenn da noch eine Matte liegt, kann man sich ja immer mehr rantasten. Allerdings ist das in die Bowl reinfahren oder droppen am Anfang gar nicht so einfach. Wie die hier drüber nachdenken, ob die Backflips machen, ne? Ja, ja, ich auch gerade. Ja, ja. Deswegen brauche ich gerade so lange. Völlig beschmiert. Wie clean auch, ne? Alter. Krass, wie viel Pedalarbeit auch hast du gesehen? Und wie der das hält dann? Im vorderen Teil der Halle gibt es einen Foam-Pit, in dem man Tricks sehr gut üben kann. Ob das Ganze dann der Realität immer entspricht und man das so leicht auf einer Jumpline umsetzen kann, das sei natürlich dahingestellt. Kann einer so Gesichter ändern bei Premiere? Jo, machen wir ein Foto von Tom und von mir und dann ändert das mal. Machen wir einfach meinen Kopf da rein. Tom hat zuerst gelernt. Was? Das Video heißt
die ich Flair gelernt habe. Ja, einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass ein kurzer One-Hander der einfachste Trick zum Einsteigen ist. Durch viel Übung kann man dann eventuell die Hand noch weiter weg. Oh, Olli, Marcel und ich, wir machen eine kleine Challenge. Wir wollen jetzt ins Foam-Pit reinspringen. Und wer zuerst beim One-Hander quasi seinen Helm anfasst. Mach mal vor. Ja, genau. Ja, genau. Das ist unsere Challenge, wer das zuerst schafft. Ich meine, Marcel ist eigentlich ein bisschen außer Wertung. Der macht das eh direkt, First Try. Ja, First Try. 100 Pro. Ja. Ist klar, ey. Scheiße, ey. Der hat direkt vorgelegt hier. Ja, mit beiden direkt. Toll, irgendwie haben alle direkt die Challenge beim ersten Versuch geschafft. Wir brauchen was Schwierigeres. So, wir haben gerade die One-Foot-Helm-Challenge gemacht. Und Olli und ich, wir wollen jetzt hier einen One-Foot üben. Und der Marcel, der da, kannst du mal gerne auf den schwenken. Der kann das. Und der erklärt euch jetzt, wie er das macht. Auch wenn das vielleicht falsch ist, aber er kann es ja. Also, pass auf. Mein Pedal steht vorne links. Ich fahre vorne links mit dem Fuß. Und ich mache den auch mit links, mein One-Foot. Hab ich so gelernt. Ach, mit dem starken Fuß gehst du weg? Genau, das heißt, weil dann würde theoretisch rechts das Pedal runtergehen. Ja, also bei mir links. Genau, und wenn ich mit dem Fuß weg bin, kann ich halt besser fangen. Weil es dann einfacher ist. Mit dem starken Fuß zu fangen. Genau, weil es dann einfacher und einfacher ist. Du kommst dann quasi, wenn du so wieder bist, kannst du so besser in diese, Neutralstellung kommen. Neutralstellung wieder kommen. Boah, Alter, mein Empfinden. Das heißt. Nee, ich stehe ja so rum. Genau, das heißt, du würdest einen One-Foot mit dem rechten Fuß machen. Machst du denn die Pedalen vorm Landen wieder parallel? Ja, du catchst den ja wahrscheinlich. Genau, deswegen, machst du es mit einem starken Fuß. Die stehen ja dann so in der Luft, die Pedale? Genau. Und du würdest, würdest ja den mit dem Fuß wieder catchen und dann würdest du ja automatisch vorne rum. Und dann würdest du automatisch nach vorne kommen. Ja. Komm, mach mal eben. Kannst du ja auch. Wir gucken uns das hier mal eben an, wir analysieren hier. Ja, komm, Olli. Viel schlimmer. Habt ihr gesehen, wie das? Ja, aber. Also, ich glaube, man muss das machen. Eben einfach machen, das ist nicht schwer. Ja, der Fuß war runter. Der Fuß war runter. Was ich im Laufe meiner Versuche gemerkt habe, ist, dass es extrem wichtig ist, den Druck auf das Pedal auszuüben, damit es einfach an Ort und Stelle bleibt. Wenn man das nicht macht, schwenkt das Pedal hin und her und dann wird es irgendwie unkontrolliert und sehr schwer, das andere Pedal wieder zu fangen. Aber so nach und nach wurde es dann immer besser bei mir. Boah, mein Pedal war voll am Schwenken. Yes! Yeah! Ich hab das Pedal nicht mehr gekriegt. Aber ich glaube, der war nicht so schlecht. War der schlecht? Pff. Kameramann? Ich finde Daniel Dyer MTB bei YouTube cooler, muss ich sagen. Das passiert, wenn du Kameramänner engagierst und die nicht bezahlst. Ja. Würde ich jetzt behaupten, dass ich ein One-Foot kann? Nein, natürlich nicht, noch lange nicht. Aber der Weg dahin ist begradigt und irgendwo muss man ja halt anfangen. Jetzt muss ich einfach am Ball bleiben und weiter üben. Etwas sehr Essentielles beim Dirtbike-Fahren ist der 180. Den wollte ich schon immer können, hat mich aber irgendwie nie so richtig getraut. Am einfachsten ist es, wenn ihr am höchsten Punkt, quasi in dem Moment, an dem ihr eigentlich fast stehen bleiben würdet, abspringt. Dass die Füße dabei auch eine Rolle spielen und die Drehung mit Druck auf die Pedale unterstützen, habe ich dann mit der Zeit selber gemerkt. One-Foot geschafft, ein One-Hand geschafft und ein 180 gelernt. Könnt ihr auch. Einfach machen. Am Ende sind wir kurz back to the roots gegangen und haben unsere Skateboards nochmal ausgepackt. Zum Verständnis, der Kevin, aka Otto Otto, hat gesagt, ich soll einen Kickflip machen. Ist 10 Jahre her. Mal gucken, was hier so geht. Erstmal ein Rolli.
Alter, der Move mit dem Skateboard war richtig geil. Ja, ne, krass. Der war richtig klar. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich Kevins Challenge leider verkackt habe, ihn aber selber herausfordere. 10 Versuche für einen Kickflip unterzeugen. Ich will was sehen, Kevin. Falls ihr Tricks lernen wollt, nehmt euch Zeit, tragt ausreichend Schutz und bleibt auf jeden Fall am Ball. Der Rest passiert dann irgendwie schon von alleine. Wenn ich sowas irgendwie schon hinbekomme, dann ihr auf jeden Fall auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss Freunde, war schön mit euch. Ich gehe nämlich jetzt schlafen, ich lasse jetzt meinen Akku auf.